Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Ja, ich bin mal kurz schon mal zurück zur Base gegangen, habe schon mal ein paar paar Eisenplatten schon wieder geholt. Und wir werden uns dann jetzt quasi mal die 23 öffnen, die haben wir jetzt ja mittlerweile. Ein paar Eisenkugeln. Morgen ist Weihnachten, Freunde. Morgen? Jo, Tatsache, morgen ist Heiligabend. Wie crazy, wie die Zeit doch vergeht. Wahnsinn. Und wir sind, weiß Gott, noch nicht fertig. Und wir müssen ja noch ganz viel Sterne produzieren, so ein paar Sachen und so. Aber wir bauen jetzt erstmal die Kugelbündel eben fertig. Derweil habe ich mich auch schon mal schlau gemacht, welche Größe wir brauchen für die Dekoration, also der Fixmesser-Dekoration. Dafür brauchen wir schließlich auch ein bisschen Platz. Das wird nicht ohne. Aber wir kriegen das hin. Ob wir das also vor Weihnachten werden wir nicht schaffen. Aber wir machen jetzt erstmal die Kugelbündelproduktion fertig und werden dann die Fläche auf jeden Fall schon mal anfangen für die anderen Sachen. Dass wir da so langsam zum Ende kommen. Vielleicht hier und da schon mal ein bisschen fertig bauen, dekorieren dabei. Während einige Sachen dann dementsprechend produzieren. Ach ja, ja, das dauert alles immer so lange. Hoppala. Ach ja, dieses Spiel, das hat so ein Suchtpotenzial, das ist manchmal echt schrecklich, ne? Das ist, glaube ich, mit eins der einzigen Spiele, die ich für dich so viel zocke, ne? Wo man aber auch irgendwie, wenn man nochmal neu anfängt, wieder Ideen sammelt und so weiter in ganzen Geschichten. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist einfach nur phänomenal. Okay, Freunde, jetzt haben wir hier so eine Kiste immer rumliegen. Dann müssen wir nochmal gucken, wo die ist. Und dann müssen wir nämlich jetzt den Kupfer noch verlegen. Dann haben wir den nämlich soweit fertig. Da liegt die Kiste. So, hier müssen wir ja später sowieso nochmal ran. So, jetzt gucken wir erstmal ganz oben. Ne, ich hätte eigentlich in der Mitte gucken müssen. Wie weit haben wir denn hier Kupfer gelegt? Jupala. So, Kupfer liegt bis dahin. Geht hier schon mal ein nach oben. Moment. Kupfer, 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 Kupfer. Müsste hier sein, ne? Ne. Hier? Ne, auch nicht da. Wo ist denn Kupfer? Ach, da ist Kupfer. Guck mal. Da ist Kupfer. Okay, dann können wir nämlich jetzt mal hier den Durchgang runter machen. So, dann müssen wir jetzt die Frage, wohin? Ach, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich durst Battle. Yo, 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 yo. Aber das habe ich Coupons dabei. Ah, shit, habe ich nicht dabei. Ah, egal. Pass auf, dann machen wir das anders. Erstmal so, dann baue ich das erstmal so. Da hat man ja das besagte Problem.
das halt so. Tauschen wir das halt später aus. So, ja. Da war dann das Eisen runter. Jetzt müssen wir nur gucken, wo muss jetzt das Kupfer hin. Das Kupfer muss dann folglich, ja, dahin, ne? Nehmen wir das mal eben hier runter. So, das Kupfer muss dahin. Aber dann wäre es schlau, wenn ich die beiden umdrehen würde, glaube ich. Wobei, das glaube ich eigentlich. Na egal. Da habe ich die. Ja, doch, komm. Pass auf. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Gehen wir mal hier raus. Bin hier runter. So. Hier. Gehen wir hoch. Und der bleibt so. Okay, da wandert das Kupfer dann dementsprechend raus. Das ist schon mal sehr gut. So, hier brauchen wir dann jetzt auch wieder, das machen wir dann auch spiegelverkehrt. Drei, das dahin. Machen wir das Förderband da rein. Das machen wir da rein. Das machen wir da rein. So. Dann brauchen wir jetzt hier unten. Wir brauchen noch Kupferkugeln. So, jetzt haben wir aber genug, ne? Jo, passt. Da kriegen wir schön ein Bäumchen rein, das ist schon mal sehr gut. So, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Wir werden den Baum jetzt hier kopieren. Den so einfügen. So, verbinden tun wir das Ganze gleich. Ich werde nämlich jetzt erstmal das Stromkabel hier rüberziehen. Oh, hätte ich eigentlich auch an die Wand machen können, ne? Das nehme ich da. Ah.
Speicherfreeze, wo man ihn nicht gebrauchen kann. So, er hat schon mal Strom, ist schon mal sehr gut. Ziehen wir jetzt ihn einmal hier rüber. Machen wir mal da drauf. Die haben jetzt schon mal alle Strom, das ist schon mal sehr gut. So, jetzt müssen wir natürlich hier nochmal eben 1, 2 nach oben. Wie gesagt, das Ganze wird erstmal auch nur provisorisch gelegt. So, okay, das heißt, wir ziehen jetzt erstmal hier auch einen hoch, ziehen den nach da, glaube ich, den nach da und den machen wir nach da. Und dann machen wir den, nach da. Den noch da. So, alle Strom, alle gelb, alle was eingestellt. Das ist schon mal perfekt. Dann starten wir jetzt mal so ein bisschen aus dem Schildkröt hier. Ne? Starten wir jetzt mit dem Kupfer. So, warte mal, habe ich ja hier noch 6. So, Kupfer und so weiter steht alles, ne? Das heißt, das können wir jetzt auch einfach mal eben anschließen, ne? Ja, 10 ist eingestellt. Nehmen wir den jetzt schon mal hier raus. Gleiche machen wir jetzt mit dem Eisen natürlich. Allerdings brauchen wir da 15. So, das. Das läuft. So, verteilt ist alles. Müsste jetzt eigentlich alles gleich funktionieren. Wenn man natürlich jetzt hier die Sachen natürlich noch angeschlossen haben, dann sollte das auch alles klappen hier. So. Ah, ich lasse die Sachen erstmal noch stehen, aber das mache ich mal weg hier. Und fangen dabei schon mal wieder an, hier die nächste Fläche zu bauen. Da brauchen wir nämlich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsste mich jetzt in der Breite ein bisschen breiter werden.
damit das Ganze funktioniert. Weil sonst wird das nämlich ein bisschen zu eng. Sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. So, hier Tür rein. Hier kommt ein normaler rein. So, dann geht der nach dahin. Der kommt dahin. Da haben wir ein Fenster rein. Hier kommen zwei normale rein. Da kommt eine Tür rein. Dann machen wir da, ein Fenster rein. Dann kommt der nach da hin. Oder müsste ich hier in der Mitte noch zwei Platz haben? So, perfekt. Dann können wir nämlich den da hinsetzen. Den da hin. Den nach da. Das nach da. Das nach da. Das nach da. So. Damit haben wir eigentlich alles jetzt soweit fertig. Mal kurz gucken. Wie sieht's aus? Also da kommt Eisen, da kommt Kupfer. Da kommen momentan tatsächlich auch nur die 10 Stück. Das ist schon eine feine Sache. Aber die produzieren schon mal so ein bisschen vor. Das ist schon mal ganz gut. Okay, gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt folgendermaßen an. Wir machen hier erstmal die Fläche erstmal klar. Das heißt, wir werden mal ein bisschen die Kettensäge schwingen lassen, was im Weg ist. Muss nämlich noch alles noch weg. Zack. So. Gut, dann geht der erstmal darüber. Den machen wir hier direkt einmal komplett zu. So, und dann machen wir den nach da. Ja, wie gesagt, jetzt so mal eben die Fläche zu bauen, ist eigentlich relativ easy. Vor allem geht ja eigentlich auch relativ schnell jetzt. Aber kostet halt wieder einen Haufen Beton, ne? Dann machen wir uns nichts vor. So. Und schwupp. Erste Runde ist erledigt, jetzt brauchen wir die zweite Runde. Da haben wir jetzt auch folgendermaßen gemacht. Den lassen wir hier offen, erstmal. Okay.
Ach, Herr Jemini, da habe ich einen Frosch im Hals. So. Ja, und da ist mein ganzer Beton auch schon wieder weg, ne? Ah, halt, stopp. Brauche ja noch was. Ich habe keinen Beton mehr, Freunde. So, er produziert immer noch nicht. Gut, aber er produziert schon mal. Kupfer ist aber jetzt auch am Start. Das ist schon mal sehr gut. Hier ist jetzt das erste Kupfer. Geht hier raus. Dann haben wir das Ganze gleich. Juhu. Und dann werden die ersten Bündel produziert. Auch schon wieder 21 Minuten rum. So. So, jetzt gehen wir mal kurz nach oben. Wir werden mal gleich gucken, ob er wirklich dann auch dementsprechend hier anläuft. Auf 100%. Jo, läuft. So, gut, jetzt müssen die Sachen natürlich noch nach unten transportiert werden. So, hab ich eingestellt? Jo. Das heißt, hier fehlt jetzt nur noch die Kupferbarren, die müssen aber gleich auch eintrudeln. Aber wisst ihr was, derweil, bevor wir das machen, mache ich mal kurz Pause. Ich hole mal eben frischen Beton und dann geht's gleich weiter. So, da sind wir wieder. Jetzt gucken wir mal ganz kurz einmal, was wir brauchen, um das nächste freizuschalten hier. Gut, dafür brauchen wir 200 von den Dingern und 400 von den Dingern. Das ist aber erstmal Käse. Wir brauchen erstmal 10 von den Dingern. Also das 10 sollten wir jetzt schon mittlerweile haben eigentlich. Und dann können wir gleich anfangen, die Dingensproduktion aufzubauen. Die komischen Kränze. Nicht genug Platz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, jetzt müssen wir aber trotzdem ganz kurz einmal eben die Item-Dispenser davor setzen, sonst ist das ein bisschen dämlich eigentlich. So, okay. Dann kann er jetzt hier ganz entspannt produzieren. Ich denke mal, er wird wahrscheinlich auf 100% laufen. 98%, völlig in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal eben noch ein paar Dinge zu holen. Halten diesen komischen Schnee, Dingsbums frei. Ach, hier Schnee muss ich auch noch produzieren, ne? Ja, hier nicht, doch, warte mal, ich brauche auf jeden Fall einmal Schnee, brauche ich. Kein Platz im Inventar, echt, bin durch, ey. 500 Schnee. Dann brauchen wir hier vorne ein bisschen was. So, und dann schalten wir jetzt hier rüber die Grenze nämlich frei, ne?
Genau. Dumm. So, jetzt 200 Grenze und 400 von den Kugelbündeln brauchen wir jetzt. Um den Stern freizuschalten, dass wir dann die Sterneproduktion aufbauen können. Die kann ich euch sagen, die hat es echt in sich. Also die ist echt nicht ohne. Das kann ich euch versichern. Die ist echt übel. Also da habe ich auch, muss ich sagen, in meinem privaten Schlaf habe ich richtig derbes Kotzen gekriegt. Weil ich glaube ich dreimal neu aufgebaut, glaube ich. Gefühlt, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Das ist echt, echt nicht ohne gewesen. So, pass auf, ich baue es einfach mal so auf, wie ich es jetzt in meinem Singleplayer-Game auch aufgebaut habe. Das ist meiner Meinung nach, glaube ich, immer noch die etwas bessere Variante, wie ich finde. Ich weiß, das kann jetzt auch gar nicht sagen, was wir jetzt eigentlich alles dafür brauchen und was halt nicht, ne? Das müssen wir einfach mal gucken. Also erstmal die Dekoration auf jeden Fall. Dekoration, und hier kommt irgendwann der Überschuss raus. Falls ich das Ganze mal irgendwie zentral später mal einlagern möchte, das weiß ich eben noch nicht. Muss ich dann mal gucken. So. Produktion. So, zack, zack. So, sieht gut aus. Dekoration. So, wir brauchen erstmal zweimal Kugelbündel. Da geht's nämlich schon los. So, und dafür würde ich sagen, mache ich eine Produktion einfach mal hier hin. Die andere mache ich mal dahin. Das könnte schon relativ schwierig werden, aber da müssen wir mal gucken. Logistik. Fördermann Fusionator. Weg. Ich weiß nicht, ob der hier reingehen würde. Ja, würde er. Okay, das ist schon mal sehr gut. So, dann müssen wir nämlich jetzt hier wieder mal eine kleine logistische Messerleistung verbringen. So, machen wir 3-3, würde ich sagen, ne? Genau, machen wir 3. Und 3. Könnte klappen. So, dann brauchen wir 15 mal Zweige. Und die Zweige können wir eigentlich relativ einfach hier unten produzieren. Nehmen einfach sagen, komm, wir machen das hier. Zweige machen 10. Mit 2. Fördermann Fusionator auf ein neues. So, machen wir das mal so. Einmal das. Einmal das. Und das machen wir grob so. So, den stellen wir auf 5 Zweige.
Den lassen wir auf 10. Das heißt, wir brauchen insgesamt aber auch 15 Geschenke. Dann splitten wir das Ganze natürlich hier einmal auf. Weil warum soll ich mehr als nötig bauen? Der totaler Kokolores. Dann machen wir einfach hier. Moment. Was brauchen wir hier? 5, ne? Genau. Machen wir hier einfach nur 5 raus. Check. Hier machen wir dann einen Förderbanddurchlass rein. Einen Tannenbaum. Dann haben wir das schon mal. So. Ob das jetzt gut ist, keine Ahnung, sei dahingestellt. So, okay, jetzt müssen wir mal gucken und überlegen. Wir brauchen nämlich jetzt insgesamt 6 mal Eisen- und Kupferkugeln. Entweder übertakten wir die ganze Produktion. Dann müssen wir dementsprechend mal schauen, wie wir das Ganze machen. Sagen wir, machen jetzt aber erstmal hier noch das Dächlein drauf. Dann ziehen wir hier nochmal die Decke rein. Okay, so, Freunde, jetzt pass auf, jetzt müssen wir Folgendes machen. Also, wir brauchen jetzt insgesamt, ich baue mal ganz kurz einmal hier oben alles auf, was ich brauche. Also, hiervon, Kugelbündel, haben wir eine Schnecke dabei. Ja, habe ich, aber muss ich erstmal. Warum packe ich den Scheiß eigentlich auch mal raus, ey? Ich werde auch nicht schlau raus. Da. Dann brauche ich 6. Toll. Schauen wir mal, ja. So, wir könnten natürlich jetzt am Anfang. Könnten die natürlich auch übertakten. Könnten sagen, komm, mach hier auch einfach 6 und fertig. Wäre eine Idee. Dann würde ich aber ganz gerne anfangen auch mit den Eisenkugeln. Ja, wir bräuchten dann 3 mal blaue. Also mal blaue wird gemacht hier. Oh, mal 18, dann bräuchte ich mir 2 Produktionen davon. Ich glaube, ich versuche es erstmal ohne Übertakten. Also wir gucken mal. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Eisenkugeln. Damit würde ich sagen, starten wir erstmal. Also das heißt. Ich packe hier trotzdem mal ganz kurz einmal eine Schnecke rein, damit ich grob weiß, was ich machen muss. So, also wir brauchen jetzt erstmal, fangen wir an mit 18 Eisenbarren. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, das heißt, wir machen hier vorne ganz normal Startpunkt hin. Machen einmal 18 Eisenbarren. So. Genau. Das machen wir schon mal. So, des Weiteren brauchen wir dann blaue Kugeln, insgesamt 18 Stück. Blaue Kugeln, und dann machen wir mal 2 Produktionen auf. Bauen die hier runter auf 8. Nehmen dafür auch einen Baum und lassen den zusammenlaufen, würde ich sagen. Das machen wir auch wieder so, ne? Also packen wir den Splitter. Mal hier hin. So. Ach, 10. So, ne?
Wäre es ja schlau. Das ist hier auch mal zwei frei. Bau die aber jetzt mal auf anderthalb Dingern auf. Einmal. Zweimal. Eisenkugel. Drei. Und drei. So, pass auf, jetzt haben wir folgendes Problem. Wir müssen... Wir könnten, pass auf, wir könnten ja eigentlich beide auf... Also die könnten wir eigentlich auf 9 stellen. 9. Dann könnten wir die nämlich auch auf 9 stellen. So, wenn wir die nämlich beide auf 9 stellen, dann kriegen wir die nämlich rein. Und dann brauchen wir nämlich hier 9 Eisenbahnen. Hier brauchen wir auch 9 Eisenbahnen. Das heißt, wenn ich jetzt mal angenommen, hier Logistik. Den stellen wir mal auf 9. So, dann müssen wir aber hier auf jeden Fall splitten. Genau, aber ich gehe hier vorne raus. So. Genau, weil ich muss ja das Eisen auch hier drüben noch reinkriegen, ne? So, das heißt, wenn ich jetzt hier 9,9 produziere, kann ich eigentlich hier problemlos... Sagen wir mal, das Ganze hier rüberziehen. Denkfehler geht nicht. Ziehen wir das Ganze hier rüber. So, dann Raum hier drüben. Ebenfalls 9. Passt. Wenn wir da auch auf 9. Zack. So, jetzt aber die Frage. Angenommen, ich mache jetzt hier das Ganze mal dahin. Könnte funktionieren, ne? Sieht zumindest stark danach aus, als wenn es funktionieren könnte. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. So, dann können wir nämlich jetzt hier hinten die Sachen nämlich fusionieren. So, runtergehen machen wir später. Jetzt machen wir dann das gleiche. Habe ich keine Rotoren mehr. Gut. So, jetzt machen wir das gleiche mit den Kupferkugeln. So, da brauchen wir jetzt erstmal 12 Kupferbahnen. Kupferbahnen haben wir jetzt gesagt, machen wir dann ganz nach außen. Was heißt ganz nach außen? Hier quasi hin. Da stellen wir auf 12. Ja, und dann brauchen wir noch mal hier 2, 3 Road. Aber rote brauche ich, glaube ich, mehr jetzt, ne? Ja. Rote brauche ich 12. Cheat the happens.
müsste ich das Ganze eigentlich noch einen breiter bauen. Oder aber... Das wird mich jetzt, glaube ich, nicht umbringen. Wenn wir die beiden hier... auf 6 übertakten. Ich glaube, das wird uns jetzt nicht töten. Und das wird uns, glaube ich, auch vom Stromverbrauch her nicht unbedingt das Genick brechen. So. Gut, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir haben gesagt, auf 1,5 haben wir das gemacht, ne? Und jetzt habe ich natürlich hier... wohl doch, das passt noch. Kupferkugel. 3. Kupferkugel. 3. Genau. So, wie haben wir das jetzt gemacht? Wir sind außen reingegangen. Ich brauche Rotoren. Okay, pass auf. Dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir haben jetzt das ja soweit schon mal ganz gut stehen. Das heißt, in der nächsten Folge kommt dann noch so ein bisschen die Logistik. Und das kriegen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge fertig. Ich gehe dann mal wieder ein bisschen Material holen, würde ich sagen. Und dann legen wir in der nächsten Folge, geben Vollgas. Gucken wir dann, dass wir dann dementsprechend dann die Dinge zu produzieren. Die Grenze. Aber es sieht an sich eigentlich ganz gut aus, dass wir da ganz gut fertig werden. Ich denke, das wird klappen. Bin da auf jeden Fall sehr positiv, was das Ganze angeht. Okay, ansonsten würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.